Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und wie ich es schon letztens angekündigt habe, es ist Sommer, es ist warm, ich trage einen Hoodie. Wir fassen uns kurz und ich habe mir wieder ein Thema rausgesucht, bei dem ihr entspannt auf der Gartenliege, auf der Terrasse, auf dem Sofa, wo auch immer, euch das Video anschauen könnt. Und es gibt ein bisschen Input, aber nicht zu viel, denn es geht mal wieder um eine Buchvorstellung. Heute möchte ich euch nämlich wieder ein Buch aus der Alice Jersey-Reihe vorstellen. Ich mag die Alice Jersey-Reihe aus dem EMF-Verlag sehr, sehr gerne, obwohl ich eigentlich eine große Leidenschaft für das Nähen mit Webstoffen habe. Aber diese Alice Jersey-Bücher, das sind einfach schnelle Projekte und man kann total schön ein paar Basic-Teile nähen, aber auch durchaus das ein oder andere aufwendigere. Und ich finde sie geben einfach immer ein schönes, rundes Ergebnis. Also man ist wirklich damit gerüstet, um sich seine selbstgenähte Garderobe zu schaffen. Das Exemplar, was ich hier heute habe, das ist von Sabrina Kerscher. Die kennt man im Internet eher unter dem Namen Brinarina. Sie hat ein Buch zum Thema Kleider und Shirts gemacht. Das ist so, ich würde sagen, es fasst meinen Einstieg ins Kleidungnähen ganz gut zusammen. Kleider und Shirts, das war mein Ding, weil ich in der Schwangerschaft angefangen habe, mit Jersey zu nähen und Kleider und Shirts so das Bequemste waren, was es gab und vor allem das, was am längsten damals mitgewachsen ist. Von daher habe ich also nach wie vor eine große Affinität zu dem Thema und ich habe natürlich es mir nicht nehmen lassen, auch einen Teil aus dem Buch zu nähen. Das ist der Grund, warum ich bei 26 Grad um 10 Uhr morgens einen Hoodie trage, denn ich habe mich entschieden, den Cropped Hoodie Lolo aus diesem Buch zu nähen. Ja, der Cropped Hoodie Lolo war eine gemischte Entscheidung, denn ich habe einen Schnitt für einen Bleistiftrock, da arbeite ich momentan so dran, wieder so ein bisschen Hintergrundinfos, der ist jetzt frisch im Probenähen und ich brauchte Oberteile, die damit harmonieren. Und tatsächlich ist bei so einem Rock, der so ein bisschen in die Taillenhöhe geht, das ganz praktisch, wenn man kurze Oberteile hat. Und ich hatte Lust auf so einen etwas sportlichen Mix. Und aus genau dem Grund habe ich also entschieden, anders als ich es für den Stoff ursprünglich vorgesehen hatte, nicht meinen Standard, ich nähe ihn immer, Raglan-Hoodie zu nähen, sondern habe mich entschieden, die Cropped-Variante zu wagen. Coole Sache, ich habe dabei jetzt genügend Stoff übrig, um mir auch noch eine kurze Hose zu nähen. Man muss ja immer das Positive daran sehen, wenn man schon solche eher warmen Projekte im Sommer näht. Dann bleibt noch ein bisschen was übrig vielleicht für etwas Sommerlicheres. Ich habe also Lolo genäht und habe damit also die Passform aus dem Buch so ein bisschen für mich kennengelernt, habe die Anleitung ein bisschen kennengelernt und die Ergebnisse, ja, die kommen jetzt. Wir gucken uns das Buch nämlich mal so ein kleines bisschen Stück für Stück an und gehen meine üblichen Bewertungskriterien durch. Bei den Bewertungen oder bei den Beurteilungen für Bücher habe ich ja nicht solche Kriterien, also keinen richtigen Kriterienkatalog, aber trotzdem möchte ich es so ein bisschen in Kategorien unterteilen. Und ihr hattet mich unter einem meiner anderen Rezensionsvideos, ich glaube es war bei dem Plus-Size-Buch, ich verlinke euch das da oben einfach nochmal, da hattet ihr mich gebeten, ein bisschen auf die Schnittbögen einzugehen, die bei solchen Büchern mit dabei sind, weil für viele ist das klar. Viele kennen Nähbücher und haben einfach, weil sie sich fürs Nähen interessiert haben, vielleicht einfach in der Buchhandlung mal eins in die Hand genommen, durchgeblättert und damit auch so einen Blick auf diesen Schnittbogen werfen können. Nun haben wir jetzt aber anderthalb Jahre hinter uns, in denen wir extrem wenig Gelegenheit hatten, in Geschäfte zu gehen und in denen das Einkaufen sich ein bisschen verändert hat. Da gibt es total schön den Blick ins Buch bei ganz vielen Online-Anbietern, aber wir haben beim Blick ins Buch eigentlich nicht den Blick auf den Schnittbogen. Aus dem Grund also erste Kategorie Schnittbögen. Und die Schnittbögen sind tatsächlich solche großen Faltbögen. Und da sind dann die Schnittmusterteile mit für jede Größe einer eigenen Linienart drauf abgebildet, die Schnittmuster sind in Schwarz-Weiß da drauf gedruckt und man paust sie dann am besten mit einem Transparentpapier. Ich bin da ja Fan von Papier, auch dazu gab es schon mal ein Video, was ich euch nochmal verlinke. Damit paust man sich seine eigene Größe ab, kann das direkt auch nutzen, um Anpassungen vorzunehmen, indem man also unterschiedliche Punkte verbindet in unterschiedlichen Größen. Zum Beispiel, wenn man jetzt also eine größere Oberweite hat, aber eine schmalere Taille, dann kann man eben von der großen Oberweite zur schmaleren Taille die Linien der unterschiedlichen Schnitt
ja, der unterschiedlichen Größen auf so einem Mehrgrößenschnitt verbinden. Und wenn man das auf Papier durchzeichnet, ist es eben sehr bequem, weil man das direkt machen kann. Also man muss dann nicht später anpassen. Natürlich, ja, es scheiden sich immer so ein bisschen die Geister daran, ob man jetzt diese Anpassung machen soll, ob man jetzt was abpausen möchte oder lieber einen Schnitt, den man einfach nur ausdruckt. Ich finde eigentlich, dass man mit diesem Abpausen, wenn man weiß, was man will, wirklich schneller ist. Und es ist nicht so, wie man das aus der Burda kennt, dass man einen riesigen Straßennetzplan hat, auf dem man sich nicht mehr zurechtfindet. Also ich finde, diese Bögen in den Büchern sind deutlich übersichtlicher aufgebaut. Und ja, ich mag das Arbeiten mit diesen Schnittbögen und das Abpausen tatsächlich sehr gern. Bei diesem Buch gibt es zwei Schnittbögen, die sind jeweils doppelseitig bedruckt. Das heißt also, insgesamt ist es nummeriert, Schnittbogen 1 bis Schnittbogen 4. Und natürlich steht auch bei den einzelnen Modellen immer mit dabei, auf welchem Schnittbogen man dann die passenden Schnittteile findet. Also das ist wirklich viel, viel übersichtlicher, finde ich, als bei solchen Zeitschriften. Und es ist zusätzlich ein stabiles Papier, was eben auch einfach nochmal dazu führt, dass man damit, ich würde sagen, bequemer arbeiten kann, als wenn man diese Kruschtel-Flatterpapierchen hat. Was ich eigentlich bei Büchern vom EMF-Verlag, zumindest bei einigen, sehr schätze, ist, dass die häufig solche Laschen haben, im Buchdeckel eingeklebt, vorne oder hinten, in denen man dann die Schnittbögen verwahren kann. Kleiner Minuspunkt, bei diesem Buch ist es leider nicht so. Ja, falls der EMF-Verlag sich das Video jemals angucken sollte, lieber Verlag, ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr das bei jedem eurer Bücher macht. Denn das verhindert, dass wenn man das Buch ins Regal stellt, die Schnittbögen nach unten rausrutschen und ja damit eben schnell verknicken, verschmutzen oder ähnliches. Und hier sind es jetzt ja nicht riesig viele Bögen. Das muss also nicht mal eine riesig große Lasche sein. Und ja, ich würde es total schön finden, wenn das der Standard wäre, dass es diese Lasche gäbe. So ist es dann so, dass ich diese Bögen meistens separat mit in meine Schnittmusteraufbewahrung reinpacke. Aber dann habe ich sie halt nicht direkt beim Buch dabei. Übrigens, die Schnittmusteraufbewahrung, weil es so schön ist, verlinke ich jetzt auch nochmal da oben. Denn die habe ich vor einiger Zeit hier als IKEA-Hack vorgestellt und sie selber gebaut. So viel also Punkt 1, die Schnittbögen. Grundsätzlicher Aufbau ist wunderbar, ist übersichtlich, es ist ein stabiles Papier. Nur die kleine Lasche, die fehlt mir. Wollen wir jetzt doch die Nähmaschinenbewertung machen? Wir machen das einfach. Ich führe jetzt die Nähmaschinenbewertung für Bücher ein und gebe dem Schnittbogen 4,5 von 5 Nähmaschinen. Und der halbe Abzug, das ist der Abzug, weil ich keine Lasche in dem Buch habe, die ich mir so wünschen würde. Verdammt noch eins. Ja, gehen wir weiter. Wir gucken uns das nächste Kriterium an. Ihr kennt es. Es ist mein Lieblings-Mäkel-Kriterium. Es geht um die Größen. Das Buch ist, wie viele Bücher aus dieser Serie und viele Bücher, die der EMF-Verlag rausbringt, wieder von 34 bis 44. Und das entspricht nach Größentabelle einem Brustumfang von 82 cm bis 100 cm, einem Taillenumfang von 66 bis 84 und einem Hüftumfang von 91 bis 109 cm. Das finde ich immer wichtig, weil man braucht irgendwie diese, ja, das ist mit den Größen bei Schnittmustern halt manchmal genauso wie mit den Größen im Laden beim Kaufen. Wir haben da kein festes System und entsprechend müssen wir diese Maßtabellen dabei zu Rate ziehen. Für mich bedeutet diese Maßtabelle, dass ich leider knapp nicht mehr in der Größe 44 drin liege, was mich jetzt nicht daran gehindert hat, etwas aus dem Buch zu nähen. Denn es gibt in diesem Buch durchaus Schnitte, die das erlauben, zum Beispiel eben dieser Hoodie. Und es ist auch ein anderer Schnitt eher als Oversize angelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei der A-Linie, bei dem Basic-Kleid, was hier so drin ist, das noch möglich wäre, denn die Oberteile sind nicht knalleng. Natürlich variiert dann aber die Passform so ein bisschen, also es sitzt dann eben nicht mehr exakt wie in den Bildern. Für mich sind das kleine Abstriche, die ich gerne mache, weil mir die Modelle aus dem Buch einfach sehr, sehr gut gefallen und weil ich finde, dass es eben meine Garderobe durchaus abrundet, wenn ich da das ein oder andere noch draus nähen werde. Und bei solchen etwas weiteren Sachen, das ist sowieso nicht hundertprozentig mein Stil, das dann so weit zu tragen, sondern ich bin absoluter Fan von etwas weiterer Kleidung, die dann mit einem Gürtel auf die Taille betont wird. Und das erlauben mir diese Schnitte eben definitiv. Und das sind elastische Stoffe. Das heißt, wir haben hier eben auch so ein bisschen Spiel. Also elastisch plus ein bisschen größer, ein bisschen lockerer geschnittene Sachen. Das heißt, wir müssen hier jetzt also nicht knirsch in unsere Maßtabelle reinpassen. Nichtsdestotrotz kriegt von mir diese eng gefasste Größenrange 2 Punkte Abzug. Für die Größen gebe ich nämlich nur 3 Nähmaschinen. Ja, das
Finde ich schade. Ich würde so gerne mal bezüglich der Größen eine volle Punktzahl. Also empfehlt mir doch bitte in den Kommentaren mal Bücher, bei denen ihr sagen würdet, da ist die Größenrange so umfangreich, das verdient 5 Nähmaschinen. So ein Buch würde ich gerne mal empfohlen bekommen und das würde ich mir dann gerne mal anschauen, um es euch dann gegebenenfalls vielleicht auch vorzustellen. Aber wir kehren erstmal zurück zu diesem Thema und ich möchte hier nochmal ganz, ganz klar betonen, das mit den Größen, das denken sich in dem Fall sicherlich nicht die Autoren der Bücher aus. Das mit den Größen, das ist vorgegeben, denke ich. Ich habe jetzt nicht in diesem Fall nachgefragt. Ich weiß aber, dass es bei anderen Büchern vorgegeben wurde. Das ist also einfach ein Bereich, innerhalb dessen sich die Autoren dann bewegen müssen. Also das können wir hier nicht der Brinarina anlasten. Das, was sie in dieses Buch reingesteckt hat, das ist nämlich definitiv ganz, ganz wunderbar. Das gucken wir uns jetzt direkt als nächstes an. Nämlich die Anzahl der Schnitte, die Art der Schnitte. Was ist da denn überhaupt so alles mit dabei? Ja, mit dem Was ist alles dabei? Mit dem fangen wir an. Denn das Buch hat, wie das bei Nähbüchern üblich ist, einen Grundlagenteil. Das heißt also, ich teile jetzt diesen Inhalt des Buches einmal in den Grundlagenteil, den bewerte ich als erstes und dann schauen wir uns danach das mit den Schnitten an. Denn das ist bei den Büchern hier der gängige Aufbau. Was ich immer sehr schön finde, ich mag das, wenn der Grundlagenteil vorne ist und man dann zu den Schnitten weiterblättert. Denn für mich ist der Grundlagenteil, auch wenn ich die gängigen Techniken eigentlich alle beherrsche, immer was, wo ich nochmal reingucke, denn ich weiß ja, die Leute, die diese Bücher schreiben, das sind Leute, die haben jahrelang als Nähblogger oder als Stoffhändler Erfahrung gesammelt. Und das sind so, ich würde sagen, so die Schnittstellen, wo ganz, ganz viele Tipps und Tricks zusammenkommen. Ich merke es selber, wenn ich einen Nähkurs gebe, da kommt jemand mit dem einen Hinweis und dann kommt jemand von woanders, der es früher gelernt hat, noch in der Schule oder sowas, mit einer anderen Technik. Und das alles, das verschmilzt so zu einem unheimlichen Wissensschatz. Und deswegen finde ich, also auch wenn man Erfahrung hat, sollte man diesen Grundlagenteil sich unbedingt angucken. Irgendeinen Trick findet man da sicherlich drin. Ich finde bei dem Grundlagenteil in diesem Buch besonders schön, dass es nicht nur so diese gängigen Sachen gibt, mit was für Stoffe gibt es, was für Fliese gibt es. Das ist natürlich alles drin erklärt, was man so braucht und was für die Schnitte dann nötig ist. Natürlich auch Anpassungen in der Länge. Also auch bei dieser Maßtabelle sind wir wieder beim Standardmaß von 1,68 Meter. Verschmälern, verlängern, verkürzen, der Schnittteile, alles drin erklärt. Aber es gibt auch ein Kapitel, das finde ich total schön, Rock die Overlock. Denn das ist ja wirklich etwas, wofür die Schnitte prädestiniert sind. Wir arbeiten ausschließlich im Bereich von elastischen Stoffen, also Sweat, Interlock, Jersey, alle diese Materialien, diese Wirkwaren, die eben wunderbar in einem Arbeitsgang mit der Overlock vernäht werden können. Und da finde ich es total super, eben nochmal dieses Kapitel mit da drin zu haben. Natürlich gibt es zusätzlich auch die ganzen Erklärungen für diejenigen, die ohne Overlock nähen. Also welche Stiche der normalen Nähmaschine kann man verwenden? Generell natürlich auch wichtig, weil wir auch solche Bereiche haben wie Säume zum Beispiel, die wir mit der Overlock schon nähen können, aber eben nur mit bestimmten Techniken und auch in einem, ich würde sagen, eingeschränkten Umfang. Also von daher dieses Kapitel Rock die Overlock, total super, denn das ist jetzt nicht nur so ein, fädel sie ein und wie muss die Naht aussehen, Kapitel, sondern es ist einmal erklärt sowas wie der Differentialtransport, die Stichlänge, also wichtige Hintergründe, die man eben auch einfach braucht, um seine Maschine zu verstehen. Und es ist dann einmal eine Technik zum Ende der Naht sichern erklärt. Die kannte ich so zum Beispiel noch nicht, also beziehungsweise ich habe sie so noch nicht angewendet. Ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwo gelesen, aber dann auch echt überlesen. Ist hier aber total schön übersichtlich dargestellt und ich finde sie total grandios, denn das spart dieses Einfummeln der Fadenraupe in die Naht, indem man da, ja. Nein, ich verrate euch jetzt nicht, was hier steht. Schaut euch das unbedingt einfach mal an. Also nutzt die Gelegenheit, dass die Buchhandlungen wieder offen haben und guckt in dieses Overlock-Kapitel rein. Das ist wirklich gut. Ja, was auch noch mit drin ist, zum Beispiel, wie man mit der Overlock kräuselt. Denn hier sind auch Schnitte mit dabei, bei denen das Kräuseln an sich gebraucht wird. Es ist also tatsächlich so ein Buch, bei dem man am Projekt lernen kann. Und ich finde, am Projekt lernen ist eigentlich beim Nähen die schönste Möglichkeit, etwas zu lernen, weil man die Dinge direkt anwendet. Das vertieft das Wissen, das sorgt dafür, dass man das wieder reproduzieren kann und es ermöglicht einem dann nach und nach eben ganz viel Wissen auch auf andere Projekte anzuwenden. Und aus dem Grund finde ich, ist es eben wunderbar, gerade für diejenigen, die vielleicht mit ihrer Overlock gerade erst starten.
Für den Grundlagenteil bekommt das Buch deswegen von mir auch glatte 5 Nähmaschinen von 5, denn eigentlich verdient das eine 5. Nähmaschine mit einem Sternchen obendrauf. Das macht das für mich wett, dass ich die Größen kritisieren musste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es total klasse gemacht. Es ist auch total schön geschrieben. Also ich mag die Art, wie das alles formuliert ist. Es ist sehr auf den Punkt. Ich habe das Gefühl, das wurde mit einem Lächeln auf dem Gesicht geschrieben. Und ja, ich mag das, wenn von Büchern so ein Funke überspringt. Gucken wir uns doch als nächstes die Schnitte an. Und bei den Schnitten möchte ich etwas sagen. Und zwar, ich habe mir hinten natürlich im Buch die Danksagung angeguckt. Und ich habe da drin 3 der 4 Namen von Schnitten wiedergefunden. Und zwar glaube ich, dass diese ganzen Schnittgruppen, sage ich mal, es gibt 4 Schnittgruppen, die auf den gleichen Bauteilen bestehen. Also man kann mit diesem Buch insgesamt ungefähr 100 oder über 100 verschiedene Kombinationen nähen von Teilen, von Outfits. Also es ist wirklich so ein großes Baukastensystem, in dem sich ganz viele Sachen untereinander kombinieren lassen. Dieser Baukasten ist quasi in 4 Fächer geteilt. Die 4 Fächer heißen Bridget, Lolo, Wilma und Toni. Ich glaube, ich habe Wilma und Toni in der Reihenfolge gerade vertauscht. Und ich habe mir aus der Danksagung abgeleitet, dass Lolo und Toni und Wilma nach den Kindern von der Sabrina benannt sein müssten. Und ich habe das Buch und den Instagram-Feed und alles Mögliche durchgesucht und ich finde Bridget nicht. Ich würde unheimlich gerne wissen, ob Bridget entweder Sabrinas Spitzname ist oder ein anderes Familienmitglied oder eine Person, die bei ihr vielleicht irgendwie auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also falls ihr Insider-Infos habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin unendlich neugierig. Und bevor ich das Video gemacht habe, habe ich es jetzt nicht geschafft, sie anzuschreiben, um das einfach mal zu fragen. Vielleicht mache ich das einfach im Anschluss. Auf jeden Fall gibt es also diese 4 Kästchen innerhalb des Baukastens, in denen das Ganze sortiert ist. Und es sind immer 3 Varianten ausgearbeitet, also 3 Varianten, die als einzelne Projekte Schritt für Schritt erklärt werden. Und dann gibt es einen Kasten, in dem dann noch weitere Ideen stehen, welche Schnittteile man untereinander kombinieren kann, um noch mehr Teile daraus rauszuholen. Das finde ich eine total schöne Hilfe, weil natürlich jemand mit Näherfahrung die Möglichkeit hat, so in den Schnittteilen dann zu sehen, was da irgendwie zusammengeht und was man vielleicht noch irgendwie anpassen kann, ändern kann, wo ich vielleicht was kürzen oder verlängern kann, um aus einer Rockstufe vielleicht nur noch eine Saumrüsche zu machen oder sowas. Aber wenn man gerade eher am Anfang steht und diese ganzen Schnittteile noch nicht so geläufig sind und man vielleicht auch noch nicht so den Überblick da drin hat, dann ist das ein bisschen schwieriger. Und diese 4 Kästchen, Bridget, Lolo, Toni und Wilma, die finden sich in den Bezeichnungen der Schnittteile wieder. Das heißt also, wir haben als Beispiel hier drin dann die Kleider Bridget Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 mit einer Liste, welche Schnittteile man dafür braucht. Wir haben aber weitere Schnittteile Bridget in dem Buch, mit denen wir dann eben baukastenmäßig uns weitere Bridgets zusammensetzen können. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr vielseitiges Buch, was aber für Anfänger erstmal 3 Projekte bietet, an denen man sich komplett entlanghangeln kann. Und dann guckt man eben zu diesen Empfehlungen, was kann ich jetzt mit meinen Techniken aus dem Grundlagenteil und aus diesen 3 Projekten weiteres umsetzen mit den Schnittteilen aus meinem zum Beispiel Bridget-Kästchen. Und was gibt's da für Möglichkeiten? Man lernt also Schritt für Schritt das Spielen mit Schnitten. Mich hat das ganz stark erinnert daran, wie ich gelernt habe, ein Instrument zu spielen. Denn im Prinzip ist es ein schrittweises Heranführen an immer freieres Handeln und an Improvisation und an Ausprobieren. Und das macht Mut, finde ich, dass man sich also wirklich danach orientieren kann, auf welchem Level man denn gerade ist. Ich möchte natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Schnitte an sich eingehen. Und zwar ist Bridget das Modell, was auch auf dem Cover zu sehen ist. Und Bridget kann man jetzt also nach diesem Baukastenprinzip in verschiedenen Varianten nähen. Und ich finde, sie sehen echt super unterschiedlich aus. Es gibt ein schlichtes A-Linienkleid. Es gibt die Variante mit dem Stehkragen. Wenn ich mir hier jetzt also überlege, ich lasse vielleicht jetzt den Rockteil weg, dann habe ich direkt auch so einen Stehkragen-Pullover. Habe also damit eben schon wieder ein Teil mehr, was ich rausholen kann. Es gibt die Variante als Stufenkleid. Ich könnte hier aber jetzt auch nur eine Stufe dran setzen, dann ist dieses Stufenkleid plötzlich eine Tunika. Ich kann hier vielleicht den Ärmel kürzen, dann habe ich ein T-Shirt. Ich kann den Ärmel lang lassen und den Rock weg, dann habe ich einen Longshirt. Also das heißt, man kann alleine schon an diesen Zeichnungen, ohne auf dieses Kästchen zu gucken, was man damit noch mehr machen kann, kann man unheimlich toll Projekte ableiten, die in diesen Kleidern drin stecken. Deswegen finde ich es auch besonders schön, dass es zu jedem Projekt immer diese Zeichnung gibt, weil das einfach das nochmal verdeutlicht. Also ich finde solche technischen Zeichnungen immer unheimlich hilfreich, weil man natürlich in diesem Foto von dem Kleidungsstück nicht so klar sehen kann,
ob jetzt irgendwo eine Naht sitzt, an der ich was einfach teilen kann. Also es ist ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, wo man etwas ohne großen Aufwand verändern kann, wenn man diese Zeichnung mit dabei hat. Ja, Bridget ist also so ein Basic-Kleid, was auch in durchaus nicht ganz so Basic-Varianten, zum Beispiel eben mit den Stufen, genäht werden kann. Und das nächste Projekt, Lolo, ist dann ein, ja, ich würde sagen, ein sportlicheres Teil. Und es ist aber gleichzeitig auch unheimlich vielseitig, weil bei Lolo haben wir einmal so ein relativ weites Kleid als Beispielprojekt. Dann gibt es den Cropped Hoodie. Das ist das Teil, was ich hier jetzt eben genäht habe. Und dann gibt es einen Rock, was in einem Kleider- und Shirts-Buch erstmal überrascht, was aber eigentlich ja auch total naheliegend ist. Denn alle Rockteile, die ich bei diesen Kleidern habe, kann ich natürlich unabhängig von dem Oberteil auch als Röcke nähen. Damit hat das Buch, finde ich, noch so einen Plus an Inhalt, den man nach dem Titel überhaupt nicht erwarten würde. Und der Rock Lolo, muss ich auch sagen, das ist echt schön. Also ich habe Lust, mir auch noch einen Rock Lolo zu nähen. Und ich habe, glaube ich, auch noch einen passenden Stoff dafür. Vielleicht, das ist, glaube ich, ein Teil, was unheimlich schnell geht. Das ist nur ein Schnittteil. Und ja, vielleicht wird das nochmal so ein Projekt für heiße Tage für mich. Ich muss ehrlich gestehen, der Hoodie, so schön der zu meinen Röcken aktuell passt, der ist nicht so für die heißen Tage. Ja, dann haben wir nach Lolo den Bereich Toni. Und bei Toni ist es jetzt wieder etwas kleiderlastiger. Es ist ein bisschen... Es gibt eine kastigere Variante, es gibt aber auch wieder A-Linien-Varianten, aber es ist ein bisschen weniger figurbetont als bei Bridget, würde ich sagen. Und vor allem haben wir hier, genau wie bei den Lolo-Schnitten, jetzt Raglan-Ärmel. Raglan bedeutet ja, dass die Naht also hier schräg von der Achsel hochgeht zum Halsausschnitt. Man hat also nicht die Armkugel, die man einsetzen muss. Das ist eine sehr, sehr anfängerfreundliche Variante, weil man den Ärmel nicht einsetzen muss, sondern ihn dann eben ja quasi liegend anbringen kann. Macht man ja viel auch bei Armkugeln in Jersey-Schnitten, aber optimal wäre das da eigentlich nicht. Ja, und da hat man eben jetzt auch wieder die Variante, mit Volants zu spielen, mit unterschiedlichen Halsausschnitten zu spielen und die Variante, das etwas eckigere Modell zu nähen, was so eine Art Trapezform hat. Und da sind auch Taschen mit dabei. Ich finde Taschen in Kleidern ja immer... Ich bin da immer zwiegespalten. Ich finde das unheimlich wichtig, weil ich sie brauche. Aber dann ärgere ich mich oft, dass es den Schnitt runterzieht. Naja, man kann vielleicht nicht alles haben. Ich finde aber, hier wirkt es so, als ob das ganz gut geklappt hat. Ja, und zum Schluss ist dann noch das Kapitel Wilma. Und Wilma ist dann nochmal ein etwas oversizigerer Schnitt. Jetzt muss ich hier mal den Anfang von Wilma finden. Da haben wir den Anfang von Wilma. Das heißt also, hier gibt es überschnittene Schultern und es ist ja etwas geradliniger. Es gibt einen V-Ausschnitt. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und der ist im Grundlagenteil auch 1a erklärt, wie man den näht. Ja, und es gibt die Variante, eben auch hier wieder was zu teilen mit Taschen, die den Schnitt sicherlich nicht runterziehen, weil sie nämlich in einer geraden Linie zum Boden sich befinden. Also der Inhalt zieht gleichmäßig parallel, würde ich sagen, mit der Schwerkraft. Das heißt also, die Chance, dass das Kleid Wilma dann sauber nach unten hängt, auch wenn man einen Schlüssel und ein Handy in der Tasche hatte, die ist sehr hoch. Ja, das war jetzt ein ganz schön ausführlicher Teil zu den Schnittmustern, aber ich fand es wichtig, den Baukasten so mal einmal so ein bisschen anzusprechen. Und ich gebe bei den Schnittmustern auch 5 von 5, weil ich finde, das ist unheimlich vielseitig ist. Es ist für verschiedenste Geschmäcker was dabei, also vom Figurbetonten bis zum gar nicht Figurbetonten. Und man kann da, glaube ich, auch noch unheimlich viel mitspielen, wenn man das noch mit unterschiedlichen Jersey-Qualitäten näht. Ja, damit haben wir also für Schnitte, für Grundlagen schon mal die Höchstpunktzahl erreicht und auch noch das kleine Sternchen mit daran. Jetzt geht es nochmal um die Passform und wie ich das Nähen nach der Anleitung erlebt habe. Und das ist auch schon tatsächlich das letzte Kapitel in meinem Video. Und ja, ich muss erstmal sagen, ich bin durchaus zufrieden. Das war ein sehr, sehr schnell zu nähendes Projekt. Ich habe mich jetzt hier, bis auf, dass ich noch Ösen mit Kordel und auch hier so ein Kordelbund installiert habe, auch an die Anleitung gehalten. Habe also das wirklich Schritt für Schritt danach gemacht. Die Ärmelbündchen zum Beispiel werden berechnet. Die Berechnungsformel ist auch wieder was. Das lernt man hier drin fürs Leben, wenn man sie noch nicht kennt. Ja, ich bin erstmal insgesamt zufrieden. Es sitzt bequem, es ist locker, aber ich finde, es ist nicht zu locker. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, dass ich nach dieser Maßtabelle tatsächlich im Brustumfang genau eine Größe größer wäre und auch im Taillenumfang um eine halbe Größe größer, als das im Buch vorgesehen ist. Das heißt also, ich bin jetzt quasi hier der lebende Beweis dafür, dass ihr auch mit einer Größe 46 nach Tabelle noch
ganz gut die Schnitte daraus nähen könnt. Ich weiß nicht genau, ob das, wenn ich jetzt Bridget genäht hätte, genauso gut geklappt hätte. Aber ich würde sagen, das ist ein Raglan-Schnitt, der hier nicht zu starke Falten wirft, also ein bisschen Falten wirft, da weil ich unten das Gummi drinnen habe und das so ein bisschen zusammengerafft habe. Aber Raglan-Schnitte neigen sonst dazu, hier so diese ganz starken Falten zu werfen. Das tut er nicht. Das heißt also für mich erstmal schon mal, das ist gut konstruiert, das hat eine anständige Passform. Es ist definitiv so, dass jemand, der es nach Tabellengröße näht, da gut reinpassen würde. Ich denke, dann würde es halt noch ein bisschen lockerer hängen. Das würde auch das minimale Falten bilden, was ich hier jetzt habe, durch die größere Oberweite ausgleichen. Und von daher würde ich auch hier an der Passform nicht mäkeln, auch wenn ich das jetzt natürlich nur für ein Projekt beurteilen kann. Aber es gibt im Buch, und das finde ich ist auch immer nochmal so ein Pluspunkt, Bilder der Probenäher. Und damit hat man nochmal die Möglichkeit, verschiedene Figurtypen sich anzugucken und für sich selber auch eben zu gucken, wem man da vielleicht ähnlich ist. Das ist natürlich nicht immer so ganz einfach. Also wenn ich mir angucke, wie ich auf meinen Fotos aussehe, so würde ich auch gerne jederzeit im echten Leben aussehen. Und oft ist es eben einfach so, dass man nach einem Bild weder die Größe noch die damit zusammenhängenden Proportionen 1:1 entnehmen kann. Aber hier gibt es unter der Danksagung auch wieder eine Liste, wer denn Probe genäht hat. Das heißt, man kann in Instagram zum Beispiel gucken, was für Leute das denn eigentlich sind. Was nähen die denn sonst so? Vielleicht ist ein Schnitt dabei, den man schon kennt. Kann man sich daran so ein bisschen orientieren, wie das sitzt. Oder es ist vielleicht auch jemand, der auf Instagram als Maßgeber unterwegs ist, also sich an der Aktion beteiligt hat, seine eigenen Maße zu veröffentlichen, damit man eben weiß, wie groß die Person ist und was für Maße zugrunde liegen und sich so ein bisschen daran orientieren kann, ob man da nah dran ist oder eher weit weg ist, um vielleicht daraus auch ableiten zu können, wie gut einem selber dann so ein Schnitt passt. Deswegen finde ich es immer super wichtig, dass die Probenäher in den Büchern vorkommen. Außerdem finde ich, es ist wichtig, dass sie gewürdigt werden. Ich mag das eigentlich nicht, wenn Leute für Bücher Probenähen und dann letztlich gar nicht in Erscheinung treten, denn die stecken ja auch viel Arbeit da rein. Deswegen also umso schöner, dass das hier eben einen Platz drin gefunden hat. Und von daher bekommt das Buch für die Passform und für dieses Drumherum, was es bietet, um die Passform einzuschätzen, von mir auch volle Nähmaschinen. Ja, und jetzt habe ich hier vollmundig angekündigt, das wäre das letzte Kapitel gewesen, aber eins möchte ich nochmal ganz kurz anreißen, denn was ich bisher nicht genannt habe, ist der Preis des Buchs. Und der ist für so ein Buch tatsächlich unschlagbar. Ich bin das eigentlich gewöhnt, dass die über 20 Euro kosten. Und in diesem Fall sind es 16,99 Euro. Das heißt also tatsächlich, das ist verdammt viel Schnitt für verhältnismäßig wenig Geld. Also über 100 Kombinationen für 17 Euro. Das finde ich ist tatsächlich, der Preis ist eine Kampfansage, würde ich sagen, wenn man sich anguckt, was Nähbücher eben im Allgemeinen so kosten. Und von daher vergebe ich tatsächlich jetzt auch nochmal Preisnähmaschinen und führe diese Kategorie quasi neu ein in meinen Buchvorstellungen. Und auch da kann ich nur 5 geben, denn ich denke, diese Schnitte sind das Geld viel mehr als wert. Das hätte man eigentlich auch gut und gerne für die üblichen 22 bis 25 Euro machen können. Aber es sei euch natürlich gegönnt, dass ihr dieses Buch eben zu einem etwas günstigeren Preis kriegt als die meisten anderen Nähbücher. Ja, und ich habe versprochen, mich kurz zu fassen, weil es Sommer ist und ich glaube, ich habe es nicht so ganz geschafft, weil es zu dem Buch halt doch recht viel zu erzählen gibt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gut gefallen hat und dass der ein oder andere vielleicht für sich eine gute Vorstellung dafür bekommen hat, was in dem Buch so los ist und was mit dem Buch so möglich ist. Und vielleicht ja auch Lust hat, sich das Buch jetzt zu kaufen oder zumindest mal einfach in der Buchhandlung selber in die Hand zu nehmen und reinzuschauen. Ich hoffe, dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Ich nehme gerne weitere Vorschläge für Bücher in den Kommentaren entgegen, die ihr gerne mal vorgestellt haben würdet. Und wenn ihr die eierlegende Wollmilchsau findet bezüglich der Größenrange, vergesst nicht, mir genau das da auch nochmal mit reinzuschreiben. Ansonsten bleibt mir hier nicht viel zu sagen, außer ich freue mich wie immer über Däumchen, über Abos, über Glöckchenklicks, damit ihr auch wirklich mitkriegt, wenn ich wieder ein Video veröffentliche. Und selbstverständlich, wenn ihr das Video teilt mit all euren Nähfreunden und denen, die es vielleicht noch werden wollen. Und bis dahin sage ich einfach, näht was Schönes und vielleicht näht ihr auch einfach mal wieder was aus einem Buch. Das macht man, finde ich, eigentlich viel zu selten.